Sattele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen schingrigen, entspannenden Folge. Sackanen, freut mich, dass du wieder da bist. Wir müssen hier mal gerade ein bisschen wegräumen. Ich glaube, wir wollten die, die Werkbank bauen. Ne? Da gucken wir jetzt gleich mal, dass wir da fertig werden. Und da hat uns noch irgendwas gefehlt. So, ganz genau weiß ich das nicht mehr. Da müssen wir jetzt nachgucken. Weil irgendwie bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. So, so und so. Wo hat man das denn hingetan? Das war beim Benzin hier hinten, ne? So, zack. Da haben wir auch noch 10 Benzin drin. Genau. Hier waren wir, glaube ich, am Schmelzen. Da sind 0 drin. Hier was drin. Ja, einer. Wir brauchen Holz da drin. Warum ist da kein Holz drin? Haben wir erstmal verraten. So, packen wir Holz rein und dann kommt da direkt wieder Eisen rein. Erze hier. Ja, wir müssen auch noch Eisenerz suchen gehen. Rein hier und rein hier. Kommen wieder hier hin. Das Holz kann zurück hier hin. Was brauchten wir jetzt für die Waffenwerkbank? 20 Stück. 5 Elektroteile, 20 Eisenbarren. Wie viele Elektroteile haben wir? 8. Also, wir müssen Eisen sammeln gehen. Das heißt, ich glaube, ich weiß wieder, was wir wollten. Wir wollten Folgendes, und zwar wollten wir hinten zum Feuer gehen, ne? zum Lavagraben und dort ein bisschen rumwutzeln. Zack, zack. Und Sachen sammeln. Gucken, ob es da auch... Lol, ist er drüber gesprungen? Okay, nice. Ganz schön hart wieder hüpft hier. Gucken, ob es da auch Eisen gibt. Wenn nicht, müssen wir gucken, wo es welches gibt. Vielleicht ist das hier ja schon wieder respawned. Ich glaube es zwar nicht, weil es noch zu kurz her, aber gucken könnte man ja. So, ansonsten bauen, bauen, bauen. Ne? Zusehen, dass wir heute die Waffenwerkbank fertig kriegen. Dann können wir uns nämlich mal angucken, wie das funktioniert mit den Waffen. Das ist ja komplett überarbeitet worden. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt funktioniert. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen. So, hier ist alles voll Lava. In die Lava selber rein. Da unten möchte ich nicht schwimmen. Ich denke, das versteht sich von selbst. Sind hier Haie oder so? Oh, ich sehe jetzt keine. Da sind Haie. Aber die sind da hinten bei, ne? Oh, Alter. Alles voll hier. Guck dir das mal an. Blub, 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 blub. Haben wir jetzt die Dingens genommen? Nein, haben wir natürlich nicht. Ist ja wieder klar. Nehmen wir mal oben an der Luft. Mann, 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 Mann. Ede wieder, ne? So, jetzt Tauchzeit verlängert um 5 Minuten. So, es gab auch wieder ein kleines Update. Guck mal hier, mit dem Mausrad kann man jetzt endlich hier durchwechseln. Das ist super. So, was ist das hier? Schwefel. Nehmen wir mit. Wir nehmen jetzt einfach alles mit, was wir da unten finden. Und wenn es kein Eisen ist, dann ist es so. Dann müssen wir erst was anderes suchen. Heiße Sache, du. Heiße Sache, du. Sehr schön. Aber wenn ich mir jetzt den Balken da unten so angucke, ne, so viel länger hält das aber nicht im Gegensatz zur kleinen Flasche. Vor allem, was sollen wir mit dem ganzen Schwefel? Den können wir erstmal auf Seite legen. Aber wir werden noch nichts haben, wo wir den verwursteln können. Ihr habt doch geschrieben, es gibt jetzt sehr viel mehr Erze unter Wasser. Das heißt, wir sollten den Scanner auch mal auspacken und suchen. Gucken, ob ich hier irgendwo Eisen finde. Wahrscheinlich wieder nicht. Wo wieder Eisen sein könnte, ist hinten auf der kleinen Insel. Da könnten wir gucken. Ob auf der kleinen Insel, wo wir ganz am Anfang waren, ob da wieder Erz ist. Das müsste eigentlich respawned sein. Die Zeit müsste lang genug vorbei sein. So, weil hier so finde ich jetzt nichts. Aber cooles neues Lava-Biom hier. Wie gesagt, rein schwimme ich da nicht. Das kannst du vergessen. Kann ich mir ja direkt selber brutzeln. Ansonsten scheint hier nicht viel zu sein. Okay, was ist das? Scheint nicht ganz sauber zu sein hier. Von unten durch kannst du, aber nicht von oben durch nach unten. Was haben wir da? Die guten Flossen brauchen wir ja auch noch, ne? Das sieht mir nach Eisen aus, ne? Jawohl, Eisenerz. Wenigstens schon mal ein bisschen. Also, auch das gibt's hier. Sehr gut. Wunderbar. Der erste Kommentar heute kommt von G. Kasper. Du schreibst, Miaudi, Ede, was kann man denn im Lava-Biom noch machen, außer Schwefelfarmen?
würde mal sagen, sterben, verbrutzeln, wenn ich das so sehe. Da unten ist noch zweimal was. Ich habe keine Ahnung, ob uns zu heiß wird oder so. Muhahaha. Sehr gut, sehr, sehr gut. So. Ja, mit dem Zeug. Wie sieht... Platz haben wir mehr als genug. 20er Stacks jetzt, okay. Runter. So. Es hat ja zwischen der letzten Folge und der hier dann einen kleinen Patch gegeben, ne? Dadurch kann man jetzt hier drehen mit dem Mausrad und seine Sachen wechseln. Finde ich sehr, sehr gut. Musste nicht ständig drücken und ich drücke immer das Verkehrte. Ich kenne mich ja. Dann kann man jetzt auf jede Insel die Fahne stellen und die claimen. Das heißt, da spawnen keine Gegner mehr dann. Aber man kann sie leider noch nicht so weit claimen, dass man dort dann eine Basis bauen kann. Also Fahne setzen, so dass nichts mehr spawnt. Ja, an Gegnern. Aber Basis bauen leider noch nein. Damit wollen sie, soweit ich weiß, wenn ich es richtig gelesen habe, warten, bis das Spiel nochmal komplett überarbeitet ist. So, wie viel haben wir gebraucht? 15, ne? Das reicht. Zwei sind auch noch zu Hause. Dann machen wir jetzt erstmal die Eisenbarren, damit wir an die Werkbank kommen. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Und lesen in der Zwischenzeit dann nochmal jetzt gleich einen Kommentar. So, dass ich das Aufnahmeprogramm hochschieben und wieder ganz normal scrollen kann, ohne immer zwischen den Monitoren hin und her hüpfen zu müssen. So, der zweite Kommentar heute kommt nämlich von De GoFoto. Der schreibt, oder du schreibst: Hi Ede, warum sollte man unter Wasser nicht die Atemgasflasche wechseln können? Wir Taucher nennen das Tank. Schon mal etwas von Tech-Tauchen gehört? Da hat man zum Beispiel mehrere Tanks mit unterschiedlichen Gasgemischen dabei, die UV gewechselt werden, also unter Wasser. Je nach Tauchtiefe, mir ist aufgefallen, dass du beim Auftauchen keinen Sicherheitsstopp machst. Das, der ist Vorschrift, weiter so! Erstmal ein GoFoto. Schön, dass hier jemand Ahnung vom Tauchen hat. Ich habe sie nämlich definitiv nicht, wie du siehst. Ne? Ich habe noch nie in meinem Leben getaucht. Ist auch überhaupt nichts für mich. Ja, also, nein, danke. Werde ich niemals im Leben machen. Mehr wie mit dem Schnorchel so oben auf dem Wasser rumtreiben, ist nicht. Ne? Und ansonsten, ja, ist ja ein Spiel. Ne? Hier gibt es keine Sicherheitsjobs. Who cares? Oh, jetzt sehe ich sogar, wie voll sie ist. 20%. Nice. 45. Geh doch schnell, du. Immer ein Viertel, wa? 70. Wieder reingepackt. Nein, lass das. So, also. Um das kurz und knapp nochmal zu sagen. Ede hat keinerlei Ahnung vom Tauchen, ja. Ich weiß nicht, was für Flaschen man da braucht und was man machen kann, was nicht. Blablub, ne? Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil es so überhaupt nicht mein Metier ist und ich das auch unter keinsten Umständen möchte. Ich weiß genau, ich würde unter Wasser da Panik kriegen. Und ich glaube, auch wenn ich noch nie getaucht habe, wenn man dann, keine Ahnung, in 10, 20 Meter Tiefe ist und da Panik kriegt, ja, und sich die Maske von dem Gesicht reißt oder so, ja, dann hast du ein klitzekleines Problem, ne? Dann kann es ganz schnell Ende sein. So, und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Muss nicht sein. Das überlasse ich den Profis, die das toll finden, die das können. Ich kann es nicht. Dankeschön für den Fisch. Ich mache lieber hier lustige Videos, wo sich dann die Leute, die richtig tauchen können oder richtig tauchen gehen, den Arsch ablachen können. Was wir hier für einen Blödsinn machen, ne? Und sich nur so denken, oh mein Gott, das in echt. Und du wärst direkt deinen Tauchschein los. So gefühlt. Denn so scheint es ja zu sein, nicht wahr, GoFoto? So, das ist leer. Holz brauchen wir bald auch wieder. Ich streite mich dann lieber in der virtuellen Welt rum. So, jetzt kann ich das nämlich schön hochschieben. Zack, zack. Und übrigens auch hier, denkt dran, heute wieder zwei Videos gekommen. Ne? Wer Bock hat, kann auch gerne bei Timberborn vorbeigucken. Ja, da sind die Bibernauten dran. Da spielen wir eine Gruppe Biber, die sich auch eine schicke, schicke Siedlung aufbauen muss. Dankeschön. So, und dabei einige Probleme hat. Auch da ging es heute lustig, munter, locker, flockig. Ja, viel Blödsinn gemacht. Es ist noch nicht Schlafenszeit. Okay, dann lass noch mal gucken. 20 Komponenten, 5 Elektroteile. Die müssten wir schon hinstellen können. 10, 20. Oh, haben wir auch bald keine mehr. Elektroteile. So, kann ich das Ding bauen? 15 von 20, verdammt. Noch nicht, es fehlen noch 5. 1, 2. Also noch, jetzt haben wir 17, 18, 19. So, gleich schlafen. Warten wir kurz.
Der nächste Kommentar kommt von Cat. Du schreibst: Hi Ede und Freunde, die Schädelbrecher-Axt ist echt super. Büsche auch mit einem Mal abgeholzt. Leider ändert sich bei den Möbeln nichts, aber Ausdauer, die sie verbraucht, ist okay. Du sagst, da sagst du was, Ede, verstehe auch nicht, warum im Netz so miteinander umgegangen wird. Jeder denkt wohl, er ist anonym unterwegs. Persönlich hatte ich es so, ich behandle alle so, wie ich selber gerne behandelt werden möchte. Und wer möchte schon gerne beleidigt werden? Danke für die unterhaltsame Folge. Immer gerne, Cat, und gebe ich dir vollkommen recht, behandelt eure Miteinander, ne, eure Nächsten so, wie ihr selber auch behandelt werden wollt. Immer besser. Es gibt leider viel zu viele Deppen und Trottel im Netz, die meinen, sie können hetzen, beleidigen und sonst was, weil sie heißen ja, ne, XYZ-Stecher 97, was weiß ich, ne, und denken, sie sind anonym. Und dabei kann man die viel schneller und einfacher rausfinden, als sie denken, ne. So, und so, und so, und so. Sehr schön. Haben wir das? 19. Einer fehlt noch. Verdammt. Wann können wir denn schlafen gehen, ey? Es ist noch nicht Schlafenszeit. Der gelbe Balken ist dicht hier. Der ist zu. Aber nix. Gar nix. Barsche, könnten wir die hier hinstellen, wenn die nicht zu groß ist? Wir dürfen nicht schlafen. Ist verboten. Tut mir leid. Tut mir leid. Seid ihr fertig? Da muss noch Holz rein. Voll. Voll. Danke. Danke. Jetzt müssen wir es bauen können. Jawohl. So, passt das hier hin? Das passt hier hin. Tada! Räumen wir das Zeug weg. Kommt hier hin. Kommt da drauf. So rum. Jawohl. Das können wir behalten. Wo tun wir denn jetzt den Schwefel hin? Die Metalltonne hier? Ja, da ist schon Schwefel. Das kommt gleich wieder rüber. Kohle war hier. Da ist die Kohle. Bitteschön. Erze sind hier. Die kommen da runter. Holz behalte ich mal. Super. Kommt noch was rein? Nö, jetzt nicht. Können wir jetzt endlich schlafen? No transition found for player hint. Wake up time interaction. Okay. Da wird einem jetzt auch angezeigt, wie lange man schläft. Aber anscheinend nicht in Deutsch, wie man sieht. So, da ist sie, die Waffenwerkbank. Sieht ganz nice aus. Boah, cool. Benutzerhandbuch. Oh oh, Waffenwerkbank. Aha. Aha, Schaden 245. 60. 117. 80. Also die DEG, die kennen wir ja noch, ne? Die Desert Eagle hier. Was haben wir denn hier? STG 44, Schaden 96, 114, LW 59, 208, 155, 363, Jagdgewehr 202. Das hier macht mehr, ne? Das sind ja die alten immer noch die besten, wa? Schrotflinte kennen wir und doppelläufige Schrotflinte. Ja, nice. Zusammenbauen geht nicht, weil wir die Teile nicht haben. Da müssen wir mal gucken. Und was sagt das Handbuch hier? Erhalten Sie Baupläne für Komponenten, indem Sie defekte Waffen zerlegen, die auch aus Safes, Schränken und Militärkisten auf der Karte fallen können. Fertigen Sie Waffenteile auf dem fortgeschrittenen Waffenschmiedetisch und montieren Sie die fertige Waffe. Wenn Sie Glück haben, können Sie Waffenteile direkt aus dem Zerlegen von defekten Waffen sowie aus Safes, Schränken und Militärkisten finden. Okay, wir müssen mal gerade essen. So, gegessen haben wir, trinken noch. Sehr gut, dann gucken wir mal. Parts sind ja hier, ne? Was haben wir hier? Kaputtes altes Repetiergewehr. Kaputtes M14. Waffenteile, 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 Waffenteile. Wir nehmen jetzt mal alles mit, ja? Dann gucken wir uns das mal an. Schrottmetallschaft, Schrottmetallvisier. So. Sagt er uns jetzt, was wir hier haben? Eisenschaft, präzisionsgegossene Eisenkolben, mäßige Rückstoßreduzierung. Okay. Kann ich das Ding jetzt hier zerlegen, oder was? Oder brauche ich dafür die andere Werkbank? Lass nochmal richtig liegen. Ah, hier, recyceln. Pass auf. So. Aha. Es wird eine Schusswaffe. Was? Eine Schusswaffe sichergestellt. Habe ich unsere jetzt zerlegt hier, oder was? Kaputtes M14. Anscheinend habe ich sie zerlegt. Weil sie ist nicht mehr da, das Repetiergewehr. Aber frag mich nicht wo. So, viel mehr interessiert mich. Guck mal hier. Draht installieren, ein Gummi.
Ich glaube, wir brauchen Elektriktrick. Kann das sein? Kann das sein, dass wir Elektriktrick brauchen? Dann müssen wir hier gucken. Molotow. Akkuladegerät, kleiner Generator. Wieder 3 Stück und 6. Haben wir noch 3? Wahrscheinlich haben wir jetzt genau 2. Pass auf. Könnte ich für wetten? Wir gucken mal gerade. Wir haben genau 3. Wir haben auch noch Glück. Wir haben auch noch Glück. Pass auf, die Parts hier rein wieder. Alles rein da. Jawohl, oder war das hier? Kaputte Doppelläufige? Nein. So. Machen Sie mal weiter. Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Werter Herr. Rein da, rein da. Einen haben wir. 2 sind 3. Dann haben wir das Ding aber gerade mal erforscht, ne? Oh. Ja, aber wir können es dann erforschen. Und dann müssen wir nochmal looten gehen, ob wir wollen oder nicht. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Wir kommen nicht drum rum. Wir brauchen mehr Teile. So sieht's aus. Schade. Ich dachte, wir könnten da jetzt easy peasy eine Waffe bauen, aber dem ist wohl nicht so. Immerhin steht das Ding ja schon, ne? Das ist ja schon mal gut. So. Halten Sie Baupläne für Komponenten, indem Sie defekte Waffen zerlegen, die auch aus Safes, Schränken und Militärkisten auf der Karte fallen können. Ja, aber kann ich die jetzt hier zerlegen? Jetzt schreibt er mir Draht installieren. Und gerade konnte ich da irgendwas machen, von wegen Waffe zerlegen und so. Sie war ja auch weg, ne? Muss man sagen. Wenn ich jetzt hingehe, Repetiergewehr, was will er da haben? Aha. Da sehe ich, was wir da haben. Schrottmetalllauf des Zweiten Weltkriegs. Okay. Benötigte Materialien. Eisenlauf des Zweiten Weltkriegs. Legierungslauf des Zweiten Weltkriegs. Okay. Ah, dann kann ich die verbessern, ne? Guck mal, das ist jetzt der Schrottlauf. Rückstoß minus, Mündungsgeschwindigkeit plus und hier auch. Rückstoß minus, Mündungsgeschwindigkeit plus. Leider kein, keine Schadenserhöhung hier. Schade. So, was haben wir hier? Kurzer Lauf, moderne Pistole. Langer Lauf, kalibrierter Lauf, moderne Pistole. Okay. Und die kann man dann herstellen hier, wie man sieht. Also, wir müssen erstmal jede Menge Werkbänke herstellen und hier den Generator laufen lassen, dass das Zeug funktioniert. Cool gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir. So, gib her. Nächste rein, nächste rein. Freizeitpark, genau. Hier die kleine Felseninsel, ne? Da wollte ich hin. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da müsste eigentlich wieder Eisen sein. Hexe schreibt, sehr schicke Stiefel. Ich spiele Sims 2 seit 18 Jahren und 7 Days seit 2013. Das sind die ältesten Spiele im Moment. Ich mache momentan eine 7 Days Pause. Vielleicht spiele ich irgendwann weiter. Sims spiele ich fast jeden Abend, auch mal Sims 3 oder 4. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Gruß an alle. Gruß zurück, Hexe. Und ist doch schön. Wichtigste ist, es macht dir Spaß. Weil es bringt ja nichts, irgendwas zu zocken, wo man keinen Bock drauf hat, ne? So, weg damit. Kurz reparieren. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Bolzen hier. Das passt. Können wir mal gucken, wie weit wir damit kommen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zusehen, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Ah, mehr Holz wäre auch nicht schlecht, weil dann könnten wir hier echt noch eine Etage drauf machen. Eisen haben wir ja jetzt nicht mehr so viel, ne? Wie man sieht. Doch, haben wir noch. Aber ich glaube nicht, dass wir den da dran bauen können, jetzt den Eisenboden. 10, okay, so, haben wir alles. Müssten wir. Wo ist es? Kleiner Generator. Dankeschön, geforscht. Und jetzt gucken wir, jetzt braucht er wieder 3 Stück, wetten wir. Die Mission lassen wir erstmal außen vor. Genau dasselbe. Guck, 5 und 3. Alles klar. So. Das heißt, ich schmeiße, obwohl 1, 2, 3. Ja, die müssten jetzt fertig sein. So, und so. Dann haben wir nämlich, wenn wir nach Hause kommen, haben wir die 5. Dann müssen wir da nicht nochmal warten. Rein da, Flasche ist auch wieder voll. Du kannst hier rein. Ein Holz der Wahrheit. Schmeiß mal gerade rein, was soll's. So, was sagt unser Tank hier? 12,6 müsste eigentlich nur reichen. Ab nach hinten.
zur kleinen Felseninsel, ein bisschen Eisen holen. Auf jeden Fall noch, das werden wir brauchen. Und da müssen wir uns noch einen Spot suchen, wo wir wieder ein bisschen Elektro und so kriegen. Könnten wir eigentlich nochmal, hallo, hi, könnten wir eigentlich nochmal beim Freizeitpark gucken gehen. Da haben wir mit Sicherheit nicht alles gefunden. War das hier die kleine Insel oder da hinten die? Ich glaube, die da war das, ne? Lass mal gucken. Kleine Felseninsel, genau. Da waren wir noch gar nicht. Könnten wir aber auch mal gucken gehen. Ich glaube, da sind ein paar drauf. Müssen wir dann schauen. Ach ja, auch so flach, ne? Sieht auch schön aus. Viele, viele schöne Gebiete hier. Was ist da? Sieht aus wie Seegras oder so. Ja, genau. Guck, hier war... Da ist doch schon wieder Eisen, siehst du? So gut, dass du das jetzt wechseln kannst mit dem Mausrad. Es ist so angenehm. Immer her mit dem Eisenerz. Also kann man sich merken, auf der Insel gibt es jede Menge Eisenerz. Ja damit. Ja damit. Was haben wir schon wieder? 16 Uhr. Es wird schon wieder dunkel. Oh nein, das habe ich vergessen. Hier wird es ja so schnell dunkel, ne? Das ist doof. Ist noch irgendwas? Ich scroll gerade mal runter. Da kann man schon mal auf mehr Anzeigen klicken. Das kommt jetzt gleich. Tadam. Sonst noch irgendwo? Zitronen auf jeden Fall. Ich glaube, Gegner sind noch nicht wieder gespawnt. Ist vielleicht aus? Oder ist das generell aus, weil ich auf leicht gestellt habe oder so? Weil eigentlich müssten die ja wieder da sein, ne? Hm. Wie viel haben wir? 16, okay. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Okli-dokli, schon Tag 28. Tag 28. Krass. Rein da. Setz dich hin. Gehen wir mal auf der anderen Insel da gucken, was da los ist, ob wir da auch noch ein bisschen Erz finden. Und dann können wir nach Hause fahren, tanken und so weiter und am nächsten Tag dann losziehen, noch ein bisschen Elektroteile suchen. Bin gespannt. So, wen haben wir noch? Hobbygamer schreibt, lieber Ede, mit dem Material von einem Fass kannst du 2 Metallkisten bauen, hast statt 30 36 Lagerplätze und du kannst sie stapeln. Ansonsten verfolge ich deine Videos enthusiastisch. Weiter so. Dankeschön. Ich habe die Fässer ja nur gebaut, weil alle gesagt haben, ja, die Fässer sind am besten. Da ist viel mehr Platz drin. Können wir gleich gerne mal gucken. Die Gummientencheninsel. Was? Wer schießt da? Willst du aufs Maul haben, oder was? Kannst du haben. Komm her. Wo bist du? Sehe wieder nix. Oh Mann. Bin wieder blind. Da hängt er wieder im Baum. Geht wieder durch, ne? Ich liebe es. So, weg damit. Wo ist der andere? Wo ist der? Ah, da oben hinterm Auto hängt er. Da oben hinterm Auto hängt er, der Sack. Im Busch. Komm. Geil sowas, ne? Siehst du das? Der steht im Busch und du triffst ihn nicht. Keine Chance. Dankeschön. Oh, da ist noch einer. Geht wieder durch. Jawohl. Sehr schön. Ach, ist das geil. So. Dankeschön. Oh. Geh weg. Dankeschön. Wieder Ruhe? Meinst du? Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Gucken, was da drin ist. 18:22 Uhr. Oh, ein lecker Essen. Und ein Molly. Komm auch mal. Guck mal hier. Holz. Nehmen wir alles mit. Brauchen wir.
ganz wichtig. Wir haben zu Hause nicht mehr viel. Und wir brauchen es. So. Sehr schön. Es ist natürlich wieder dunkel. Ne? Gib mir die Fackel. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen. Platz haben wir noch. Gucken, dass nicht wieder irgendwelche Unsels hier ankommen. Hier ist Kupfer und Eisen. Das ist super. Da hinten steht noch einer. Oh, sehr gut, ey. Sehr gut. Das hier fällt mir. Die haben uns echt getroffen von da hinten. Bitte was? Eigentlich auch. Wo bist du? Komm her. Sehe halt nichts hier. Dass er sich wieder ins Dingens steckt, ne? Stellt, ne? Oh, weg mit dir. Ruhe im Karton. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das ist die bessere Wahl mittlerweile. Keine Ahnung, warum die bei der Armbrust gefühlt jeder zweite Pfeil durchfliegt. Was soll das? Bisschen doof. Aber hey. So, ist hier irgendwas? Nein. Ja, Holz halt, ne? Jetzt wird es ein bisschen dunkel, weil ich muss das alles einsammeln. I see nothing. So, da ist noch einer. Sehr schön. Hier irgendwas? Was denn? Erde oder so? Kann das sein? Brauchen wir jetzt Erde neuerdings? Polizeiauto. Das nehmen wir gerne. Da ist ja auch immer schön Munition drin. Aha. Sehr gut. Nur leider keine Elektroteile. Das ist schade. Was ist das? Komm her. Supi. So, wen haben wir da noch? Die Romeline, die schreibt Folgendes. Und zwar, guten Morgen, liebe Edel und Edelnauten. Kleiner Tipp, wenn du unter Wasser bist, sammel alles erstmal auf. Ein, Blaupausen erst, wenn du an der Oberfläche bist. Schau sie dir an. Du verbrauchst sonst den Sauerstoff. Die Blaupause geht ja nicht weg. Beim Bürgerzentrum könnte man ein Nachtlager einrichten. Ja, mitunter sind das echt weite Wege, die man zurück muss. Das mit den Kommis vorlesen war schon recht gut. Nur nicht, wenn du unter Wasser bist. Zwecks Spiele hatte ich 5 Jahre Sniper Fury gezockt. War eine schöne Zeit. Das war wieder eine tolle Folge. Vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Sei nett gegrüßt aus Berlin. Gruß zurück nach Berlin, Romeline. Und ja, du hast schon recht. Aber ich werde das sowieso nicht einhalten können. Und ich möchte nichts versprechen, was ich nicht einhalten kann. Ja. Ich kenne mich. Ich werde trotzdem wieder unter Wasser die Blaupausen lesen und Kommentare vorlesen und. Ist halt so. Wir bauen uns dann halt 2, 3 Flaschen und gut ist. Alter, ist hier Eisen auf der Insel. Also die beiden Inseln sind echt gut, muss ich sagen. Unser Inventar ist jetzt gleich voll. Schlafen brauchen wir auch nicht mehr. Können wir die Nacht durchmachen. Lohnt sich gar nicht zu schlafen. So gefühlt. Was? Wer schießt denn da auf einmal? Okay, wo kommen die jetzt her? Sind die gespawnt oder was? Wo kommen die jetzt auf einmal her? Hallo. 6. Hier und so. Den muss ich noch drücken. Okay. Muss ich das verstehen? Komisch. Und warum können die schießen? Hat doch niemand auf der Insel. Oder habe ich was verpasst? Wo kamen die her? Hä? Gut, fahren wir nach Hause. Keine Lust, mich abschießen zu lassen. Wenn sie Armbrust und Speere haben und so, ist das okay. Aber Schusswaffen, nein, danke. Wo kamen die jetzt her? Kann mir das mal einer verraten? Komisch.
So, Andreas schreibt, moin, Pläne nicht verkaufen, die kannst du in der Schreckensburg schreddern und bekommst einen neuen Plan für ca. 10 Doppelte. Okay. Denn garantiert einen, den wir noch nicht kennen, oder auch welche, die wir schon kennen? Das würde mich mal interessieren. Der Guido schreibt, moin Ede und Chat, Ede, kannst du nicht Fässer auf das Boot stellen und als Lager nutzen? Nein, kann man nicht. Auf das Boot hier kannst du nichts stellen. Geht nicht. Können wir jetzt gerne nochmal ausprobieren. Wir müssten ja genug Eisen haben. So, blub, blub. Wenn ich jetzt gucke, wo war es beim Bauen hier, ne? Dann war das hier. Da sehen wir auch hier 30 Lagerplätze für 20. Und hier, wo sind sie? 36 Lagerplätze für 20, ne? Wäre also besser. Wenn ich jetzt so eine Truhe baue, du siehst hier, ne, man kann nichts auf das Boot bauen. Geht nicht. Sagt da, So, hier könnte ich die jetzt hinbauen. Könnte ich noch eine drauf machen mit was weiß ich. Muss mal gucken, vielleicht kann man die auch wirklich richtig beschriften. Das wäre natürlich gut. Stell jetzt mal noch hier so zu. Bitteschön. Sehr gut, Metalltruhe. Dann könnte man daraus nämlich schon direkt die Parts und so nehmen. Aber was soll's? Erstmal hier rein. So, hier sind die Erze. Das, das, das. Die kommen auch noch da rein. Die müssen hier hin. Und dann so. Das muss dahin. Wir brauchen bald eine eigene Kiste. Wir brauchen bald eine eigene Kiste hier. Es nützt nichts mehr. So. Warte, hier zum Holz kamen auch die. Sehr gut. Dann kann das da rein. Das ist wieder was zum Verkaufen. Mampf, 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 alles hier. So. Klebeband. Nee, Komponenten, die waren hier. Da. Und Taschentücher waren hier oben. So, und dann haben wir noch den Rest für den Händler hier. Händler, Händler, Händler. Rotalgen behalten wir. Parts, rein da. Munition, rein da. Und nochmal Munition. So, jetzt müssen wir nur was essen. Haben wir gerade genug weggeräumt hier. Ruhig reduziert den Hunger- und Durstpegel. Gib mal her. Dankeschön. Voll. Sehr gut. So muss das sein. Da können wir auch mehr Anzeigen klicken. So. Da haben wir einen Kommentar vom Klaus, der schreibt, Moin, moin, lieber Ede, wir wollen uns auch mal wieder aus dem Lurk melden. Wir hoffen, es geht dir gut. Bei uns ist alles Knorke. Freuen uns jeden Tag auf deine Folgen und den Tag, um den Tag ausklingen zu lassen. Vom letzten Kommentar bis hierher mal wieder ein dickes Lob. Tolle Spiele, tolle Folgen. Vielen, vielen Dank für deine tägliche Zeit und Mühe, um uns Edenauten den Tag zu verschönern. Liebe Grüße an dich und natürlich an alle Edenauten von uns Zweien und ganz besonders von Luca. PS, das längste Spiel, was ich gespielt habe, heißt Real Life. Verdammt geile Story. Aber Grafik ist für ein Boppes und die Questbelohnungen sind auch eher so lala. Okay, das kenne ich auch. Bei mir ist es immer, wie war das? Das Scheißspiel mit der geilen Grafik, habe ich immer gesagt. Ja, und Grüße an Luca, ne? Vielleicht guckt er ja auch mal Timberborn. Ich weiß nicht, ob ihr es schaut. Wenn ja, schaut euch die Folge an, die heute auch zusammen mit Zankenland rauskam. Dann wird er sich kaputt lachen. So. Es könnte sein, dass ein Biber jetzt Luca heißt. Schön. Schön, schön, schön. Bam, bam, bam. So, haben wir das alles? Jawohl, wir brauchen den Elektro-Futzel-Bubzel-Bibbel hier, ne? Generator, der braucht wieder Elektroteile. Ich nehme jetzt mal das Benzin hier mit. Wenn ich es finde. Was ist das denn? Hier, ne? Genau, mach das mal voll. Hep. So, hier noch was drin. Jo, auch noch hier. Sehr gut. Können wir direkt wieder voll machen hier. Fischköder hinzufügen. Wollte ich doch. So. Müssten jetzt gleich auch wieder angegriffen werden. Garantiert. Da drauf. Hier hin. Der Wurm kommt da rein. Wo kommen die jetzt hin? Ich schmeiß sie mal hier hin. Das können wir gleich tanken. Flasche voll. Flasche ist voll. So, das heißt, wir müssen wieder was suchen gehen. Wo es Elektriktrick gibt, damit wir das Ding bauen können, ey.
Ja. Beginnen wir die Reise zu den Schusswaffen. Ist da so ein grünes Zeug? Ist ja auch direkt was. Das sah so grün aus. Das ist schon wieder ein Safe. Hier steht schon wieder ein Safe. Aha. Mit irgendeinem Dingens, ne? Wow. Wow. Irgendein Kacksessel, den kein Mensch haben will. Habe ich den jetzt gelernt? Ja. Eine Lampe, ein Handy und ein ne? Blueprint für irgendeinen Kacksessel. Super. Brauchen wir ganz dringend. Ei. So. Ich frag mich immer noch, wo die Gegner da gerade eben herkamen auf der Insel. Wo kamen die her? Da gibt's auch irgendwas, wo wir noch nicht waren. Fahren wir direkt drauf zu. Ach, das war das Schiff, ne? Neptun, genau. Das ist die Neptun, richtig. Brümmende Zuflucht. Ne, Bürgerzentrum waren wir. Da ist nichts. Raffinerie. Da könnten wir mal hin. Weil da könnte auch Elektrik sein. Müsste so diese Richtung sein. Ja, so ungefähr. Sagen wir mal so. So ungefähr. Gucken, ob wir da was finden. Sollte schon schief gehen. Da. Noch ein bisschen um die Ecke hier so. Glischhammert. Ah, da unten sehe ich sie doch. Gucken, welche Haie da wieder rumhüpfen. Level 4 Raffinerie. Er zeigt es mir auch an, aber... Ja, die braucht man schon jetzt, ne? Die, Zitrone da drin, ey. Jetzt geht's los. Sind das Haie? Sind das Marlins? Ich habe keine Ahnung. Wenn das alles so tief ist, braucht man das schon, ne? Die großen Flaschen und so. Das sind Marlins, okay. Gibt es hier echt keine Haie? Weißt du, die brauchen hier keine Hammerhaie oder so. Hier gibt es nur einen Megalodon. Krupp, weg. Natürlich wieder einmal im Kreis drumrum. Dankeschön. Holz, jetzt nicht. Wie sieht's hier aus? Eisen. Popeisen. Vorzugsweise die grünen Kisten sammeln für Elektroteile, weil das ist das Wichtigste. Metallschrott, was ist hier drin? Eine Waschmaschine, klar. Waschmaschine in der Raffinerie, immer. Das sieht nur so aus. Irgendein Blueprint muss ja auch noch hier sein. Ach, wo ist das Zeug denn jetzt hier? Ein bisschen Plastik können wir mitnehmen. Schrägstrich Gummi. Den LKW lasse ich auch mal liegen. Das hier ist gut. Bestimmt hier unten irgendwo was drin, wetten wir. Da ist schon mal unser grüner Kasten, den wir brauchen. Bingo. Zwei Stück, wir brauchen noch einen, verdammt. War wieder klar. Nee. Kann man die Tür aufmachen? Nein. Hier ist noch was. Nice. Da hinten ist der Plan. Ganz hinten, ey. Hui. Ich hätte ja auch mal super gerne eine Basis unter Wasser. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Biotreibstofflabor. Mhm. Interessant. So, jetzt noch einen Kasten suchen. Ich nehme auch noch mit. Weil wir haben es ja dicke von der Zeit her. Da passt das. Muss es ja mehr als einen grünen Kasten geben.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nur einen haben hier. Oh, wo geht's denn hier runter? Dein Ernst? Uff, das ist fies. Aha. Das ist fies, ne? Weißt du, wenn man sowas hier trocken liegen könnte und daraus eine, daraus dann eine Basis macht, das wäre geil. Granaten, schon wieder der Sessel. Kann man auch noch aufmachen? Nein. So, raus hier. Kann man später nochmal gucken. Wir müssen langsam hoch. Und wenn wir Glück haben, noch irgendwo so einen grünen Kasten finden. Denn sonst haben wir mit Zitronen gehandelt, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Oder da ist noch Kupfer. Da ist noch einer. Beeil mich. Ich will den haben. Damit wir den Generator bauen können. So, und jetzt mir nichts, dir nichts nach oben. Aber ganz, ganz schnell. Alter, ist das weit. So, mal gucken, ob wir das schaffen. Ich bin gespannt. Sollten wir. Wir haben ja noch unseren Sauerstoff. Ja, das schaffen wir. Haha, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Ab nach Hause. Das ist ganz schön tief geworden, du, muss ich sagen. Krass. Das ist krass. Aber hey, wir haben es geschafft. So, wenn wir, wenn wir uns jetzt noch eine zweite und eine dritte gute Flasche machen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Solche Dinger alle komplett leer zu räumen. Einzigste, was uns dann auffällt, ist halt ja, der Platz. Wir brauchen mehr Platz. Hallo Jungs, seid ihr wieder da? Level 2 Mutanten, die sind bestimmt wieder da. Super, tun wir mal gerade weiter scrollen. Oh, ist schon wieder alles voll hier. Alles voll. So, wen haben wir da? Den Markus, der schreibt Salat für Ausdauer, Meeresfrüchteplatte zum länger tauchen, Vogel, Pilz, Suppe, um alles wieder aufzuladen. Pilze kann man leider nicht anpflanzen. Super Video, weiter so. Dankeschön. Und der Frank kommt noch dazu und sagt, hallo Ede, ich spiele seit ca. 20 Jahren Minecraft. So lange gibt's das schon? Echt? So. Habe ich auch noch einen Minecraft-Kanal, aber erstens mache ich da nur Bedrock und so gut wie gar keine Java-Version. Und zweitens auch schon im letzten Jahr nicht mehr wirklich viel, weil ich halt immer nur Tutorials mache für Farmen und so weiter. Und kein Let's Play oder so. Da werden wirklich nur Farmen gebaut. So, für die Faulen, die halt immer möglichst schnell alles haben wollen, ne? Wir kennen es ja. So, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. So, Parts hier, Händler. Dann schmeiße ich das auch erstmal in Händler und tue es nicht zerlegen. So, das da rein. Machen wir jetzt, ne? Genau, Munition ist hier oben. Da und da. Jetzt müssen wir hier rüber. Plastik. Tücher. Komponenten. Und hier haben wir 4. Haha. Sehr gut, es hat gereicht. Perfekt. Hinten kann das wieder rein. Das und das. So, da ist noch was Munition. So. Wenn die so große Haufen jetzt haben, dann geht das auch, muss ich sagen. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Was muss jetzt noch weg? Hier hinten hin. Und dann machen wir folgendes. Erze und hier machen wir jetzt bauen. Bauen und dann nehmen wir die Metalltruhe und stellen die hier so oben drauf. Zack. So, das Gebäude umbenennen. Das ist jetzt Altmetall. Bitteschön. Okay, jawohl. Dann kannst du das hier nämlich alles rausholen. Dann haben die auch ein bisschen mehr Platz. Können die da hoch. Die können da hin, das kann hier hin, die können da drunter und hier unten kann man dann noch Stahl hinmachen, wenn man will. So, hier kann jetzt das alles rein. Da haben wir das schon mal ein bisschen sortiert. Sehr gut. Zack.
verballert. So, wenn wir jetzt den Biotreibstofflabor jetzt nicht, wenn wir jetzt den kleinen Generator bauen wollen. 5 Eisenbahnen, 5 Komponenten, 1, 2, 5 und die Elektroteile. Dankeschön, Dankeschön, das Holz muss auch da raus. Wo können wir den jetzt hinbauen? Bauen. Ich setze den mal hier hin. So. E aktivieren, C Treibstoff hinzufügen. 4 Stück. Okay. So. Das kommt hier hin, das kommt da oben hin. Nochmal Kohle und das Zeug hier. Jetzt brauchen wir erstmal hier Gummi, brauchen wir ja. C Draht installieren, jawohl. Und dann hier hin, ne? Links, no translation found, bla bla bla. Okay, sehr gut. Und er piekst direkt zu. Alles klar. Alles klar. Wir haben hier die Waffenwerkbank angeschlossen und da hinten hörst du irgendeine Kreissäge. Hm? So, jetzt lass mal gucken. Wir haben ja hier ein paar Teile. Können wir da jetzt was machen? Das interessiert mich. C trennen. Wie C trennen? Jetzt hat er direkt wieder den Dingens weggemacht. Aber sonst geht's dir gut, ne? Ich glaube, es hackt. Wer schießt da? Ich bin ganz sauber in der Birne. Ich will hier in Ruhe Waffen bauen. Lass den Scheiß. Wer ist da hinten noch? Ja, Bananen, ey. Mann, lass die Waffe fallen. Oh! Da hinten. Da kommt noch einer. Weg mit dir. Ruhe. Mann. Jetzt reicht's. Oh, das ist sogar ein normaler hier. Huhu. Und kein Mutantilino, ey. Oh Mann. So, wo treiben die jetzt wieder alle hier rum? Da sind die Säcke. Weißt du, die bringen wieder Elektroteile mit. Der kann da rumschwimmen. Futter für die Fische. Die freuen sich. So, hungrig, finde etwas zu essen. Finden wir jetzt, keine Angst. Wir müssen das unbedingt reparieren hier. Unbedingt. Schießen die einfach auf uns, ey. Jetzt habe ich natürlich den Ding jetzt wieder weggemacht, ne? Das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn du da jetzt ständig C drückst, weißt du? Und hier Ding jetzt wieder wegmachst. Ist ja nichts dran, null. Ja, schön. Brauchen wir wieder was. Super. Dankeschön. Rein da. Kann ich Kartoffeln essen? Ja, 5 Hunger. Toll. Bringt viel. Rein da. Oh nein, jetzt habe ich es. Oh Gott, ey, jetzt habe ich es doch roh gegessen. Komm, ess Bohnen hier. Bitteschön. Ah, du siehst, es macht mich voll kirre und bringt mich durcheinander. Dass die Deppen jetzt hier ankommen müssen. Aber es war mir klar, dass sie wieder ankommen und uns angreifen. Schwarzpulver war hier hinten. Schwarzpulver, keine Rotalgen. Von der Axt haben wir schon eine, die kann zum Händler. Da haben wir noch Gummi, perfekt. Mal den hier hin. So. Ich hab doch die Zitrone drin, warum schießt der mit der Armbrust, ey? Wenn ich fragen darf. Banane. So, jetzt an. Jawohl. Das Ding läuft. Nein. E-Gegenstand nehmen. So, Bauplan haben wir da jetzt. E-Recyceln. Ah, dann kann ich da rumbuseln. Was haben wir denn jetzt hier? Repetierbüchse. Lerne ich. Okay, was ist das? WW2 Schrotteisenlauf. Kennen wir schon. Okay.
So, aber hier können wir die Sachen zerlegen, da können wir die Waffe bauen. Und wenn ich das jetzt richtig geschwutzelbutzelt habe, müssen wir jetzt hier noch Munitionswerkbank, Rüstungswerkbank, die brauchen wir für Munition. Müssen wir jetzt hier irgendwo noch das Teil herstellen, ne? Oder kann ich das hier herstellen? Recyceln. Was haben wir denn jetzt hier alles? Pistolenmagazin, Mauser, Pistolentrommeln, Trommelmagazin für Pistolen. Ja, nice. Da kommen ohne Ende Rezepte raus. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Eine unendliche Rezepteflut tut gut, du. Kann ich dir sagen. Rein da. Ja, hier hin. So, bist fertig. Gegenstand nehmen. Dankeschön, was haben wir? Nochmal den. STG-44, kennen wir auch schon. Was machen wir jetzt mit den ganzen? So, wenn ich mal sage, das alte Repetiergewehr will ich haben. Wir brauchen hier einen WW2-Lauf. Material ist leicht verfügbar aus Schrottmetall vom Meeresboden. Benötigte Materialien. Ah, und dann kann ich das hier drin produzieren. Aber wir haben doch schon einen, oder? So, hier. Was ist das? 10, 15 Waffenteile, 15 Komponenten. Davon haben wir, glaube ich, auch schon einen. Rotpunktvisier, Schrottmetallvisier. Lass mal gucken. Ich glaube, ich habe es so langsam raus. Parts. Guck mal hier. Schrottmetalllauf des Zweiten Weltkriegs. Ja, so. Wo ist der Unterschied? Gehen nur zwei aufeinander oder was? Haben wir. Schrottmetallvisier haben wir. So, lass mich jetzt mal gucken. Wenn ich jetzt hier hingehe, was bauen will, habe ich zwei. Der fehlt noch. Schrottmetallvisier habe ich auch zwei. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Eisenempfänger für Repetiergewehr. Können wir den schon bauen? So, produzieren. Theoretisch ja, praktisch nein. Fehlt uns 10 Eisenbahnen. Komponenten haben wir hinten. Wo sind die? Hier, Komponenten, alles voll. Bitteschön. Den haben wir leider noch nicht gefunden. Hier noch was drin? Nein. Rüstung, kaputtes Jagdgewehr, kaputt. Da können wir die kaputten nämlich alle da reinpacken. Zerlegen. Und gute Sachen draus machen, ne? Holz nochmal. Voll. Sehr gut. Die Angelika schreibt, guten Abend, Ed und Edenauten. Das war wieder eine tolle Folge. Ich spiele seit 17 Jahren Second Life. Nicht mehr so aktiv wie früher, aber es macht immer noch Spaß. Freue mich schon auf die nächsten Folgen. Dankeschön, Angelika. Und krass, 17 Jahre Second Life. Das habe ich nie gespielt. Sagt mir gar nichts, das Spiel. Aber das war halt auch die Zeit, wo ich wirklich exzessiv nur WoW gespielt habe. Denke mal, ihr kennt das auch alle, wenn man so ein Spiel hat. Bei mir war es halt WoW, ne? Einfach nur jede freie Minute WoW. Andere Spiele, mir vollkommen egal. Ich muss WoW. So war ich da damals drauf. Wie gesagt, heute spiele ich es auch noch, aber halt gechillt und in Ruhe. Ganz gemütlich, immer wenn ich mal Zeit und Lust habe. Und nicht mehr so exzessiv. So, die Zeiten sind vorbei. Wir haben jetzt hier wieder 4, 5, 6. Das heißt, es geht relativ schnell. Wir sehen uns sofort wieder, wenn ich 10 Stück geschmolzen habe, ja? Das testen wir jetzt noch. So, ich war auch noch schnell beim Händler. Und hab den ganzen Müll verkauft, damit wir genug Komponenten haben. Denn die hätten mal wieder gefehlt. Weil da haben wir ja gerade gar keine. Die haben wir ja alle gebraucht. So, lass mal gucken, wenn ich das Ding jetzt hier bauen kann. Ne? So. Produzieren. Habe ich eins. Sehr gut. So, und hiervon habe ich zwei. Und davon eins zusammenbauen. 0 von 3. Kann ich jetzt, warte. Kann ich das jetzt installieren? Installieren. Zusammenbauen. Tada! So schnell geht das. Dupi-dupi. 5 Schuss sind sogar schon gratis drin. Nice. Welche Schuss braucht die? Ich glaube die hier, ne? 29, oder? Yay! Ha! Mann, sind wir gut. Und das können wir jetzt auch noch verwenden.
Also. So schwer ist das jetzt gar nicht. Muss ich sagen. Läuft der jetzt oder? Dann machen wir mal weg. Warte, eh ausschalten. So. Fertig. Schon haben wir ein Gewehr. Easy peasy, oder? Andreas, du schreibst, Moin Ede, der Schädelbrecher ist eine super Axt in deiner Kiste. Jo, ich weiß, wir haben ja auch noch eine im Inventar. Wir haben schon zwei. Andreas. Volker schreibt, Glück auf Ede und Edenauten. Nach langer Krankheit habe ich endlich wieder Lust auf dich und deine Folgen. Ede, du bist der Beste und ich feiere dich jedes Mal. Danke für deine Mühe und Zeit. Grüße aus Herne. Gruß zurück nach Herne, Volker. Und freut mich zu hören. Schön, dass du wieder gesund bist und es dir wieder besser geht. Das ist das Wichtigste, Gesundheit. Das Allerwichtigste im Leben. Wenn man nicht gesund ist, macht gar nichts Spaß. Was bringt es mir, hier Videos zu gucken, Spaß zu haben, wenn ich krank bin, ne? Das ist halt bläh. Ja, ging jetzt schneller, als ich gedacht habe, mit den Waffen zusammenbauen. Gefällt mir. Bonbon schreibt noch, kann einer Ede schlagen und ich finde es lustig, dass du immer E drückst. Hallo Ede und Ede Norton. Hallöchen, Bonbon. So, jetzt müssen wir gerade hier aufräumen. Das kommt wieder da rein. Die kommen hier drauf. Jetzt haben wir schon 8. Das ist supi. Da sind noch Teile. Warte. Die tue ich jetzt auch mal da rein. So, auf Seite. Das kann hier hin. So, was war hier? Munition. Die behalten wir. Da können wir schon direkt ein bisschen schießen. Die könnte ich da unten reintun dann. So, wir haben halt noch nicht so viel Munition. Pistole haben wir mehr. Da könnten wir aber auch schon gucken, was wir dafür brauchen. Aber wir kriegen garantiert keine hin. Weil wir noch Komponenten und so weiter brauchen. Das wird 100 pro nicht hinhauen. So, das war die Gerümpeltonne hier. Da ist noch alles kreuz und quer drin. Da müssen wir auch mal aufräumen langsam. Die wollte ich auf Seite tun fürs Tauchen. Die ist ja auch leer. Die können wir auch gerade voll machen. So, hier war das Gummi drin. Hier war der drin. Hier ist alles drin, außer das, was rein sollte, ne? Guck, Komponenten. Eine Komponente haben wir noch. Klebeband? Nein, wir haben so gar nichts mehr. Schmeiß mal rein. Nice. Echt gut. Gefällt mir. Also, geht schneller, als man denkt mit dem Gewehr. Wenn man einmal weiß, wie es geht. Gar nicht so schwierig, finde ich jetzt. Klar, ist aufwendiger als vorher, ne? Aber auch nicht viel. So, das dahin. Erze können hier hin. Kohle kann hier hin. Die kann wieder da rein. 117 Rüstung, 4 Klamotten, 42 Kopf. Nice. So muss das sein. Da haben wir einen Molly, den behalten wir mal. Wer weiß, wofür wir den brauchen. Nicht wahr, Sascha? Du schreibst, Hallo lieber Ed und alle Edenauten, war wie immer eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Immer gerne, Sascha, immer gerne. Wir müssen was essen. Ich bin schon wieder am Verhungern. Ede ist ständig am Verhungern, ja? Erstmal die ganzen Dosen, weg damit. Was trinken auch. So. Ah, sehr gut. Ja, schon wieder 17 Uhr. Wie schnell gehen die Tage rum hier, ey? Wie schnell gehen die Tage rum? Krass. Oder? Faith Havoc, du schreibst nämlich, vielen Dank für die gute Unterstützung bei meiner Genesung. Deine tolle Unterhaltung vertreibt mir die Langeweile beim Warten auf Heilung. Hab mir die Hüfte und Schulter rechts kurz vor Weihnachten gebrochen. Autsch! Autsch, das tut schon weh vom Lesen. Hüfte ist genagelt, Schulter muss so heilen, das braucht Zeit. Deshalb freue ich mich immer riesig auf neue Folgen von dir. Danke für deine Mühe. Immer gerne, Herr Wock. So, und weiterhin gute Genesung. Nur das Beste, dass du schnell wieder gesund wirst. Ja, es wird dunkel. Wir haben einen Ballermann. Zwar nicht so viel Munition, aber können wir dann als nächstes freischalten hier und gucken, was wir dafür brauchen für die Munitionswerkbank. Die ist einfacher zu machen. Ich würde sagen, Kupferbarren und so weiter legen wir uns mal auf Seite. Könnte ich jetzt anfangen einzuschmelzen. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ich sage in diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit.